Hallo ihr Lieben, euer Golf, Sirio und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dice Warriors Volume 2 für Sony's PlayStation Portable. Heute spielen wir die Tochter des Tigers, Sun Shanks, ja. Es wird Zeit. Für eins, die wirklich nie gespielt wird, ist Dacia. Einfach weil es nicht genug Schlachten gibt. Wo hat halt zu diesem Zeitpunkt noch die meisten Charaktere gehabt? In Dynasty Warriors. Heute gibt es die Schlacht von Chiteng, eigentlich Luxons Signature-Schlacht, könnte man meinen. Ah, naja, ist halt so. Die haben wir schon gespielt. Bei einem Mann, da hat auch gut gepasst. Das heißt, bei einem Mann, weil ich auch sie gegen einen Mann truppen. Luxon konnte Wei in Zhoufang infiltrieren. Der Satz ergibt keinen Sinn. In Zhoufang. Zhoufang ist kein Ort. Zhoufang ist ein Typ, der sich die Haare abgeschnitten hat, um Cao Xiu zu zeigen, dass er es ernst meint. Dabei war es alles nur ein Plan von Luxon. Es war einfach fake. Zhoufang hat das infiltriert, das Lager der Wei, und dann konnten die in die Zangen genommen werden. Aber Zhoufang ist kein Ort. Ich konnte Wei in Zhoufang infiltrieren. Der Satz ist so scheiße. Egal. Reden wir nicht drüber. Ja. Denn die ganze Aufmerksamkeit galt von Jing. Dann, wie er es vorausgesagt hatte, fiel Wei in der Punjing ein. Wie Luxons brillante Plan aufgeht. Ja, hoffentlich mit richtig Deutsch. Oh, guck, Sheng Zhang wird hier tatsächlich gefeatured. Gut, dass ich die ausgewählt habe. Ich hätte niemals geglaubt, dass die Wei-Truppen in Chiteng so schnell erreichen könnten. Mache dir keine Sorgen, Herren. Die Falle steht schon bereit. Du meinst, Zhoufang? Er wird unsere Feinde von innen her zermürben. Ja, schon bald wird Wei sich aus der Punjing zurückziehen. Okay. Er wird sehr selbstbewusst, der Gute. Oh, Leute, ich will unbedingt Meister Lao spielen. Aber es muss noch warten. Meister Lao muss noch warten. Oh. Ja, gut, da war ja was, ne? Sun Quan, warum nicht? Aber wir nehmen echt Sun Quan mit. Sun Jian. Warum nicht Sun Jian? Oh, Angriff und Abwehr. Ja, wir nehmen Sun Jian. Ich sehe Angriff, ich sehe Abwehr hoch. Wir nehmen Sun Jian. Boah, wir können Genghis Khan auch noch nehmen. Warum hatte ich so viel Führung? Genghis Khan nehmen wir mit Meng Huo oder so, oder die anderen spielen. Wir können echt noch wen mitnehmen. Das war irgendwie ein weirden Mitnehmen. Wir haben jetzt eh schon Angriff und Abwehr geboostet. Jetzt können wir irgendeinen Schrott mitnehmen. Den ich sonst niemals mitnehmen will. Vielleicht hier, Girl. Girl ist nicht Schrott, Girl ist gut, Girl Power ist immer toll. Bogenschütze, was bringst du mit Wache? Hm. Mehr Schaden durch Pfeile und Verbündeten in der Schlacht. Ach, ich weiß ja nicht. Na gut. Jetzt nehmen wir Gulli noch mit. Den neuen Gulli-Deckel. Und so ein Schau, dann passt das. Da war nämlich hier die Wut rum. Ja, Kyung Ying, warum nicht? Mal ausprobieren. Feldschlag, Geschick, Bogenkunst. Furchtlos, verbündet Moral bei Schlachtbeginn gesenkt. Feuerpfeile, Armbrust, Bogenschützen. Ey, geil, die Kombo Bogenkunst und dann R, ey. Nicht schlecht. Kampf ist Wut. Weniger Leben, desto stärker wird die Angriffskraft. Pack mit dem Teufel, Sun Jian. Und ihr war. Boah, warum hat die so gute Sachen? Warum hat die so krasse Sachen? Manche Chars euch so richtig übertrieben geile Waffen. Hä? Was ist das denn? Okay, das wird Easy Mode Deluxe. Was zum Geier. Die hat ja komplett geile Waffen. Wir nehmen mal das hier. Den Finisher drauf hat. Reichweite, Geschwindigkeit plus. Das ist genau das, was ich mag. Luna heißt auch Mond. Sonnenlicht dazu. Das passt irgendwie gut. Das wird noch besser passen als der Mond. Aber wer will Schattenangriff? Richtig niemand. Erste Waffe, Wurfstern. Zweite Waffe, Mond, Wurfstern. Dann haben sie Mond mit Latein übersetzt. Das ist plötzlich Luna. Nehmen den goldenen Diamant. Passt am besten zu den Girl. Dann eine coole Fähigkeit. Berge nehmen keinen Schaden. Üben keinen Schaden aus. Weil es hier gar keine Berge gibt, ne? Der 1, 2, 5 schon. So ein Quan darf nicht sterben, Simajimus vernichtet werden.
Oder die Stützpunkte hier aufblinken. Beide Gegner, die haben wir. Sind wir hier, sind wir ciao. Wang Lang. Guck, da ist der Wang Lang. War damals einer von Liu Yongs Leuten. Beziehungsweise sein eigener Väter. Shao Shang, Cao Zhen. Schau mal, Wen Pin von Liu Biao. Guck mal, die ganzen Erzfeinde von Wu sind wieder da, ey. Cao Shiwu, der getäuscht wird von Zhou Fang. Das ist kein Gegner, das ist alles nur die Farce. Tutsi und Wang Shuang. Oh, Wang Shuang sieht krass aus, ey. So ein Wikinger. Cao Ren, hier Kui Xin Pi und zu guter Letzt Shao Wei und Man Shao. Wir haben Sun Quan mit Xu Sheng, Lu Xun mit Quan Zhong und Zhu Ruan. Mehr nicht. Ripperoni. Ripperoni Pizza Tony, let's go. Oh Gott, in grün, ich könnte kotzen. Sie ist einfach Liu Bei geworden. Liu Beis Frau. Egal. Wie gesagt, normalen Outfits habe ich mir ein bisschen satt gesehen. Bei Warriors Orochi, bei Dice Warriors 5, bei Warriors Orochi 2. Dann gibt es die manchmal als extra Outfits frei zu spielen. Als Outfit 3, Nostalgie-Outfit. Ja, nee, ich kann es nicht mehr sehen, Leute. So, du hast Feldschlag, ne? Das hat ja auch Juwan. Ich will mal was in Aktion sehen. Achso, die kommen. Ich dachte, die rollen jetzt hier runter. Na gut. Schlecht ist nicht, aber. Ja, und ihr merkt, ich spiele Chaos Mode und das ist jetzt echt ein Witz. Weil die Waffe einfach overpowered ist. Ich habe in manchen Charakteren eine richtig gute Waffe und in manchen eine richtig schlechte Waffen. Kommst du vor, als wenn Ganing oder Huang Gai einfach schlechter gute Waffen bekommt. Und Sun Sheng Xiang spiele ich beileibe nicht so gerne. Wie viele andere Chars. Und die habe ich einfach Premium-Waffen. Wenn sich militärische Stärke sind zu überlegen. Wir müssen auf eine Gelegenheit zum Gegenangriff warten. Ja, Luxon, ich rette dich erstmal, ne? Ich rette dich erstmal. Vom bösen Shao Wei, der aussieht wie ein Schwein. Oh. Sun Sheng Xiang, absolut overpowered. So, das ist mit der Waffe, die ich ihr gegeben habe. Boah, sie hat alles. Sie hat Range, sie hat Power, sie hat das Lichtelement. Boah, hier ein Rad kann sie auch noch schlagen. Absolut overpowered. Hätte ich das gewusst, dass sie so gut Waffen hat. Hätte ich vielleicht in der letzten Schlacht erst genommen. Naja. Guli sieht auch aus wie ein Schwerverbrecher, ey. Guckt euch Guli an, ey. So, der Typ sieht ein bisschen sass aus. Tschu, 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 tschu. Vor allem im Lichtelement und Feuer durch Sun Jian. Geil ist das denn? This girl is on fire, im wahrsten Sinne des Wortes. Fantastischer Kampfstil, jetzt fähig an der Reihe. Ja. Gut, zugegebenermaßen machen die mich gerade ein bisschen platt. Sind auch ein paar viele, ne? Es gibt wieder Huang Gai. Liu Biao Flashbacks, wo ich in der Ecke gedrängt worden bin. Das war vielleicht scheiße. Guck mal, das ist sogar eine mit einem Bogen. Ja, die ist interessant. Qiong Ying, die mag ich. Die benutzt die ganze Zeit Huang Zhongs besten Angriff geführt. Officer, nicht Rocky. Oh, so ein Schicksal ist so gut. Dice Warriors 2 war es nicht gut. Die Dice Warriors 3 hat die Spezialkostüme gehabt, wo du echt alles zu 100% haben musstest. Da hat die. Boah, mit Feuerfeil, komm auch so gut. Da hat die einfach Dice die Tactics Outfit gehabt. Hatte Lubu aber auch, aber nur die beiden. Komischerweise. Ja gut, jetzt muss ich mich zu zwei Mal, sonst hätte mich der gestompt. Der Cao Zhen. Der hat mich eiskalt gestompt sonst. Wen Pin, jetzt darfst du sterben. Hier ist immer noch ein Offizier. Das war du. Oh, das Angriff ist so krass. Watch this.
Watch and learn. Ja, Schlacht ist anspruchsvoll. Weiße Schlacht ist schwer, wenn man so viel Schaden nimmt mit so einer krassen Waffe. Dann weißt du echt, was abgeht. Ich hasse diesen Angriff. Zwar eine gute Reichweite, aber oh. Nicht lustig. Hey! Lass mich, du Affenarsch! Ich sehe immer die Feuerpfeile fliegen, denke mir so, boah, was geht denn hier ab? Das ist einfach Kyongjing. Die rastet richtig aus. Und ich finde es einfach super, dass Sun Chao auch noch einen Booster mitbringt. Bedeutet, dieser Feuerpfeil-Bonus, der kommt echt zum Zuge. Not bad at all. Ja, Sun Shengxiang wurde von Spiel zu Spiel immer ein bisschen besser. Tochter von Sun Qian, die später einfach zu Liu Bei gegangen ist. Gut, ich fand ihn schon irgendwie interessant. Mochte ihn, die haben sie gut verstanden. Aber Wu hat das eiskalt ausgenutzt, um halt die Bindung zum Schuhreich zu verbessern. Das war früher so. Frauen in Antike wurden gern mal vermählt, nur um irgendwelche politischen Bindungen zu verstärken. Traurig, aber wahr. Sun Shengxiang war eines von diesen Opfern. Wir haben das Gebiet des Feindes erobert. Hat es was gebracht? Nein. Weil am Ende Wu und Shu sich trotzdem gehasst haben, wenn man ehrlich ist. Tschu, 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 tschu. Let's go in the ghetto. Eigentlich unnötig, dass er es jetzt versuche einzunehmen. Ne? Ah, jetzt habe ich schon damit angefangen. Dann müssen wir uns beeilen. Jede Sekunde zählt mit Zhou Fang. Nicht, dass es am Ende auffliegt. So lange braucht, fliegt das echt auf und dann, ja. Dann wird die Schlacht nochmal schwerer. Das kann ich euch aber garantieren. Passt gar nicht, ne, das Outfit. Es gibt ja leider auch keine Outfit-Vorschau. Und wie gesagt, ich soll euch echt sagen, Warriors Orochi-Reihe, die kommt so oft vor. Ich kann das rote Outfit nicht mehr sehen. Wirklich. Hervorragender Stil. Das sollte mir auch leicht fallen. Ja, Luxun. War das jetzt ein Disrespect oder was? Das nehme ich jetzt persönlich. Sag ich meinem Vater, der eigentlich tot ist. Aber hey, guck mal, wer hier oben ist. Oben links in der Ecke. Sun Jian. So, jetzt aber schnell hier. Schnell den Kack einnehmen. Fege Feuer! Tschu, 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 tschu! Da wächst kein Gras mehr. Das sage ich euch aber. Ja, darum finde ich Lichtelement echt angenehm. Gerade im Chaos-Mode blocken die so oft, wirklich. Und er schlägt so langsam zu, dass man einfach kontern konnte on Reaction. Auch bisschen cringe. Weil, wie die abgeht! Die Feuerfallen! Die kann was. Ja, ich mag Qiongjin. Qiongjin. Wie auch immer Qiongjin, weißt du. Chinesisch, schwierig. Kein Chinesisch, deswegen. Entschuldige diese Aussprache. Kann auch kein Japanisch. Aber Japanisch weiß ich öfter, wie es ausgesprochen wird, als Chinesisch. Früher war es ein bisschen anders. Das erste Mal Warriors Orochi gespielt habe, das war mein erster Kontakt mit Samurai Warriors. Weil ich war damals so ein Dice Warriors Fangirl. Ja, auf den fairen Kampf. Dass ich Samurai Warriors spielen wollte, weil es da keine Dynasty Warriors gibt und kam Warriors Orochi. Das war wirklich ein Traum, der wahr wurde. Ich sag's euch, wie es ist. Und nun denn? Hey, jetzt Zhao Xiu wird jetzt rausgelockt, aber der soll doch. Ach, egal. Der Plan mit Zhou Fang, na egal. Naja. Auf jeden Fall kam ich mit den japanischen Namen in Warriors Orochi erstmal gar nicht klar, bis ich irgendwann Animes geschaut habe und so. Und jetzt heutzutage denke ich mir so, ja, Japanisch ist doch leichter als die chinesischen Namen. Ich werde dich aufhalten.
gar nichts wirst du. Ich zeig dir, was du wirst. Sterben wirst du und das mit vollen Erfolg. Einfach gesteinigt wirst du, Kumpel. Seine Dudes direkt mitnehmen, den Wikinger. Ich wollte einfach einen Schuh, musst du mal sehen. Wie eine angriffslustige Tigerin. Ach, was? Ach, so ein Scherz. Du machst mich fertig. Oh Gott. Bogenschütze, Armbrust und Arbalest. Das ist komplette Starter-Kit zum Rage-Quitten, ne? Ich halte es nicht länger aus. Ja, ist gut, Joffang. Ich weiß, die Way-Armee behandelt dich mit Dreck. Bei uns bekommst du 5 Gänge-Menü und bei Way-Armee bekommst du Hundescheiß zum Frühstück. Ich weiß. Und Eisennägel, aber die Way-Armee ist nicht ohne Grund so krass. Das kommt nicht von ungefähr. Also ihr seht, viel Zeit hat man nicht für die Joffang-Aufgabe. Ah, ist ja der letzte Stützpunkt. Kriegen wir hoffentlich hin. Kriegen wir hoffentlich hin. Sagt ihr auch, here I go? Here I go, wie Luxon. Here I go, sagt er immer. Genauso betont. So, Joffang, the stage is yours. Überlaufen, bitte jetzt. Jetzt sofort. Da, jetzt der richtige Moment, Joffang. Yay, endlich wieder 5-Gänge-Menü. Da ist die Chance für den Sieg, Wus. Du Schwein, Leben kommst du ja nicht raus. Wir sind auf dem Weg, um Joffang zu retten. Das Reserveeinheit fungieren. Dein Ernst? Ich nehme erstmal den Quatsch ein. Gibt's keinen Durchkommen mehr für euch. Mhm. Immerhin sagt Zunk von Helden. So, immer wenn ich ein Girl spiele, steht da, du bist wahrer Held der drei Reiche. Endlich mal. Mann. Der macht's richtig. Oh, Zunjian hat's auch richtig gemacht. Nur die eigene Familie. Weil sie wahrscheinlich Spezialdialoge mit ihr haben. Deswegen. Ich kann ein Rad. Ja, der Angriff ist nicht so gut. Naja. Ich hätte nicht Brown oder so. Sun Shanks, die Angriff ist einfach decent. Ist gut und nicht schlecht. Der hat jetzt nicht die krassen Angriff, aber dafür gut Range. Und sie hat gute Waffen, Mensch. Sie hat richtig geile Waffen. Ich weiß nicht, warum die so gut Waffen hat. Ich hätte lieber geile Waffen auf Lu Meng oder Zhou Tai oder Gan Ning. Habe ich halt gar nichts gefühlt. Weil bei Lu Meng und Zhou Tai weiß ich nicht. Zhu Guan ist weg. Bleib jetzt mal stehen, du Affe. Genau dich meine ich. Gehe ich mit Gulli in Gullideckel, ich sag's dir. Oh, Joffang. Das ist das Ende. Wow, Joffang. Wow, Joffang, echt. Wenn ich's könnte, würde ich echt so eine Urne voller Urin nehmen und hier über den Kopf schütten, wirklich. Echt geile Aktion. Fantastisch. Richtig gut gemacht, der Typ, ey. Warum hat er einen Schlag plus? Das ist ein Typ, der nur 1 kostet. Gulli ist gar nicht so schlecht. Gulli, ich hab dich unterschätzt. Ich mach nie wieder Gulli-Deckelwitze, okay? Reise mal nie vernichten. Ja, mach. Mach. Tu mal was. Mach was Produktives. Er wird wahrscheinlich jetzt auch von Zhao Ren weggestormt. Wundern wird's euch nicht? Tschu, 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 tschu. Wirklich. Der Move trifft alles. Oh, jetzt respawnen die schon wieder. Ich kann kotzen und so rennen. Ach, Kinder. Ach, Luxon wird jetzt auch gestormt. Ich hasse es. Luxon. Du bist ein hoffnungsloser Fall.
Du hast nicht umsonst die Stimme von Mauzi bekommen in Dynasty Warriors 3. Team Rocket verliert ja auch immer. Noch läuft's bei ihm. Der Witz ist, ich will, dass er stirbt. Warum willst du, dass er stirbt? Naja, wenn er das einnimmt, nimmt er das ein. Und dann nimmt er das ein und dann kann ich die Magie nicht vernichten. Das will ich nicht. Das heißt, ich will ignorieren Luxon. Sorry. Nimm es nicht persönlich. Aber ich glaube, da hinten, wenn man die Festung einnimmt, da ist wieder eine Schatzkammer. Eine sehr gut versteckte. Ist schwierig zu erreichen. Weil die Schlacht kann sehr schnell enden, wenn die Stützpunkte eingenommen sind, diese Angriffslager. Boah, kommt direkt der Nächste. Nun denn. Sheng Zheng ist eine strahlende Heldin. So viel Lob habe ich doch gar nicht verdient, Mensch. Sun Quan. Mein Bruder. Den Quatsch können wir auch noch einnehmen und dann würde ich sagen, Rückzug. Bis Luke Sun stirbt. Tiu, 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 tiu. Komm her. Du Asi. Die sind so aggressiv in dem Spiel, die Gegner. Liegt natürlich an den Schwierigkeitsgrad, den ich ausgewählt habe. Ist mir schon klar, aber trotzdem. Gulli. Nee, kein Gulli-Deckelwitz mehr. Zumindest für den Part nicht. Der hat sich bewährt. Und. Flip, flip, flip. Flip. Na, der Angriff sackt. Ist leider echt nicht so gut. Ist cool aus. Stylisch. Ist aber nicht gut, ja. Und das war's mit. Luxündchen. Oder auch nicht. Doch. Ich wusste das. Deswegen stehe ich hier schon bereit. Let's go. Der dicke Schaubar. Und Wendpin. Die typischen Pappenheimer hier von Wei. Wei Schaubar, die er verraten hat und später noch Schuh gegangen ist. Siehe die Jin-Story. Später in der Ice Warriors Zeit. Hier ist ein paar Steine. Das ist ein Geschenk, kommt vor Herzen. Habe ich Liu Bei auch zum Hochzeitstag geschenkt, deswegen. Imagine. Ja, ich möchte ewig treu bleiben. Liu Bei, ich möchte ewig Treue schwören. Steinschlag. Ja, das ist so. So drücke ich meine Liebe aus, weißt du, Liu Bei? So drücke ich meine Liebe aus. Oh nee, 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 Kumpel. Zauren mit seiner scheiß Superarmor. Gar keine Lust drauf. Das ist echt ein unangenehmer Gegner. I'm not finished yet. Tiu, 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 tiu. Der Angriff macht so fun. Watch this. Komm schon. Hier hat doch kaum noch was. Ja, wir haben auch nichts mehr. Nur Sun Quan. Nur die Anführer. Sind wir hier und Sun Quan. Toll, ne? Genau diese Burg meine ich. Da will ich jetzt hin. Da wird was sein. Da gehen wir jetzt Lucky Lucky Man. Definitiv. Die andere Burg werde ich natürlich auch noch einnehmen. Weil genau da könnte auch eine Schatzkammer sein. Das glaubt doch nicht. Was ist der für ein geiler Musuangriff? Stampft er so richtig? Das ist meine Tochter. Bin ich deine Tochter, auf zu lügen. Bin die Tochter des Tigers. Und du bist kein Tiger. Du bist ein Wolf höchstens. Komme ich darauf? Naja, weil die Waffe irgendwas mit Wolf, glaube ich, heißt. Von Sun Quan, wie sie ihn später aussprechen. Oh, der Move ist so broken. Das ist echt ihr Signature.
Genau, den Move hatte sie nicht in Nine Warriors 2. Jetzt wisst ihr, warum es so schlecht war. In dem Tal. Hier habt ihr ein paar Steine. Plom, plom, plom. So ein bisschen wie bei Dynasty Empires. In den Empires-Spielen gibt es auch diese Steinschlagkarte. Ich glaube, in 7 war das. 7 Empires. Die aktivieren konnte, wenn es dann uneben war, sprich ein Berg war, dann sind die Steine echt runtergekullert. Das war lustig. Whatever, ich gehe jetzt zu meiner Festung. Zu meiner zukünftigen Festung. Noch gehört sie ja nicht mehr. Gulli, gib mir ja hier. Geht's ein bisschen schneller. Ja, wenn wir noch eine Schatzkammer finden oder sogar zwei, ja. Level erhöhen. Muss Zuzorn bekommen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Oh, Juwan ist zurück. Bitte nicht die Stützpunkte einnehmen. Danke. Ich will doch so Magie töten. Das ist meine Tochter, genau. Ich werde nicht zulassen, dass mich jemand in die Quere bekommt. Oh nein. Soll den hinten kleben? Und der wird wahrscheinlich hier gleich schon erscheinen. Nee, tatsächlich nicht. Sehr schön. Hier ist tatsächlich keine Schatzkammer. Fields Batman. Ja gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Sprüche kloppen kann jeder. Wo ist er denn jetzt? Sprücheklopper. Wo ist euer Boss? Bestimmt da unten in der Ecke und versteckt sich. Er weiß halt, was passiert. Am Ende heißt es GG. Und wofür steht GG? Girl gewinnt. Girl gewinnt. Ah, komm runter von einem hohen Ross. Zum Beispiel hier sich gut eingeschleimt, so ein Pferd zu geben, ey. Komm schon! Ja, watch this. Erste Leiste schon weg. Jetzt mach ich mal einen aggressiven Musso. Ja, das glaube ich ausreicht. Ja. Ich kenne doch meine Sun Shanks Yang, wie viel Schaden die macht. Usmara, Krieger der drei Königreich. Ja, Krieger vor allem, ne? Ein Sohn zum Fun macht es richtig. Na gut, der sagt auch nur noch, das ist meine Tochter, obwohl es nicht die Tochter ist. Ja. Ja. Sagen wir es mal so. Ja. Auf die Leiche einschlagen. Das ist immer ein Nekrophil. Eigentlich liebt sie die Leiche. Ich laber nur Scheiße schon wieder. So. Auf geht's. Dann wird hier wahrscheinlich die Schatzkammer sein. Bei dieser komischen Festung. Tschu, 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 tschu. Soll ich vielleicht schon mal sparen? Fähigkeiten und ich muss zuzuhören. Ja, schon mal aufsparen. Zum Jian Level 6, nicht schlecht. Tschüss. Ich hatte keinen Bock zu mischen. Ihr seht es ja immer an der Cam, ob ich mir Mühe gebe oder nicht. Ich habe einfach ganz normal gedrückt. Es reicht aber nicht für den Chaos Mode. Ich darf nicht so faul sein. Ja, Arschlöcher, ey. Mann. Du. Ja, der Angriff ist okay, I guess. Ganz gute Reichweite trifft hinten. Naja. Hat aber viel Lag. Das ist das Problem mal irgendwo. So, dann wird es wohl Zeit zu spawnen campen.
1000 Kills, jetzt wieder. Du bist der wahre Krieger der drei. Nee, was? Sheng Zheng ist die edelste Kriegerin der drei Reiche. Wow. Zum Quanten, Mensch. Kein. Mann, keine Schatzkammer. Hä, das kann nicht sein. Warte mal. General ist Magie vernichten. Schaffst du eh nicht. Nicht ohne mich. Keine Schatzkammer, Leute. Kann man nichts machen. Auf zu der Magie. Ich war überall. Keine Schatzkammer. Nicht hier, der Map hat eine. Finde ich mal ein bisschen schade. Jetzt habe ich es umsonst aufgespart. Ich dachte echt, Cheating hat bestimmt eine Schatzkammer. Hallo, Cheating, Legendary. Seit Dice Wars 3 schon. Schlacht. Weil dieser Yuting hier ist. Ich weiß auch nicht, wie man darauf kommt. Das ist auch voll falsch. Cheating, shitting. Shit, shit, shitting on heaven's door. Hi, hoi, hoi, oh yeah. Shit, shit, shitting on heaven's door. Wie ich so random bin, ist mir ein Rätsel. Fragt einfach nicht. Steh auf, denk mir so, oh, heute bin ich random. So bin ich halt, ich bin hier. Guck, der Move lingert. Das heißt, der Konter ist halt richtig krass. Und nicht so lange draußen ist die aktive Hitbox. Echt in fast jeder Schlacht 1000 Kills. Aber ich aber gründlich spiele, Leute. Der ist immer hier, der wird einen Spaß haben, das sage ich euch. Der wird seinen Spaß haben. Und wenn ich mir das links anschaue und die Musuzorn oben, puh. Suizid ist jetzt noch drin, ist immer hier. Weil der denkt, sie ist keine Lösung. Will den ehrenvollen Tod. Ja, es wird wehtun. Naja, eigentlich nicht. Es wird kurz und schmerzlos. Boah. Sie Feuerpfeile fliegen und weiß. That's my girl. Xiong Ying. So sind wir hier. Sie dürfen das Schlachtfeld betreten. Seien Sie nicht so feige. Seien Sie nicht so feige. Oder es ist Teil ihrer Strategie, die sowieso schon voll nach hinten losgeht. Was mit Zhou Fang, ey, er hat es einfach nicht gepackt, der Idiot. So, jetzt aber. Auf geht's! Los geht's! Here I go! Sima Chao, der gechillte Typ, ja, ja. Wetterbericht hat Felshagel gemeldet. Müsst ihr wissen. I'm not finished yet. Und Runde 2. War so brutal, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ich hoffe es. Es war so heftig. Der Damage Output. Nee, also mit Sun Cheng Xiang, das war mehr als nur einfach. Echt. Das, obwohl es eine der letzten Schlachten ist. Sieh mal, der Meister Chatier Waze wurde besiegt. Wie wundervoll. Wir haben die Freundin Jing vollständig unter Kontrolle. Nichts steht uns mehr im Weg. Bei Burki Fei fällt die Entscheidung. Wu wird die Welt regieren. Die Welt, oh Gott. Es wird doch schon größenwahnsinnig. Der Verrückte. Ich glaube nicht, dass wir hier noch bessere Sachen finden. Ich weiß nicht, was mit Sun Cheng Xiang abgeht, aber die hat genug. Die hat genug. Verwöhntes Girl. Zuhören, wir kommen hier. Gao Shun, Ma Cheng, Sham Mo Ge Yang Feng, Shao En, Fushi Ren, Quan Song Yan Seng. Nice. Sehr, sehr schön. Gut, ihr Lieben, beim nächsten Mal gibt es die Schlacht an neuen Burki Fei, wie es Luxun angeteasert hat. Die Frage ist, wer wird da gespielt? Wir haben nicht mehr so viele Schlachten. Burg bei dir wird wahrscheinlich Zhou Tai gespielt. Schloss die Fähre immer noch, das riecht ein in der Lumeng, ne? Song Quan.
Lu Meng. Zhou Tai. Einen haben wir noch. Wer wird's? Tai Shi Si. Wie konnte ich den nur vergessen? Nee, Tai Shi Si spiel später. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gibt's Lu Meng. Einen meiner Lieblingscharaktere von Wu. Ich hoffe, der hat genauso gut Waffen wie Sun Shengxiang. Ich weiß, es wird Zweifel und die Einzige, die nicht gespielt wird, ist das Girl. Ja, die Arme. Naja. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch gefallen, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!